Tja, so sind halt Wikinger halt. Und wir sind wieder draußen. Sehr schön. Okay, da oben ist direkt... Oh ja, das ist Säure. Das ist Säure. Grüne Säure. Da oben ist direkt ein T-Rex und eine Schnecke. Schön. So. Ich bleib erstmal hier. Ah, stimmt. Jetzt kommt das. Ah, das ist auch ein bisschen fies. Wow, rote T-Rex-Viecher. Monster. Okay, aber die hatten auch nur zwei Schläge aus und dann sind die auch schon besiegt. Schön. Ja, also in den ganz kleinen Seifenblasen brauche ich nicht versuchen reinzuspringen, da passen die nicht rein. Ich versuche das erstmal mit Baliok, weil das bei ihm ein bisschen schwieriger ist. Das ist jetzt auch so eine Timing-Sache. Und ja, nach ein paar Sekunden explodieren die Seifenblasen natürlich schon automatisch. Das ist nämlich hier die Schwierigkeit. Aber die erscheinen immer zum richtigen Zeitpunkt. Die nächsten Seifenblasen. Naja, sonst wäre es echt fies. Ich glaube, da kommt noch eine, oder? Ich hoffe es doch mal. Oder auch nicht. Ist hier irgendwie was? Nein. Gut, also Baliok, mit ihm sind wir schon mal durch. Okay, mit Olaf ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil er kann ja gleiten in der Luft. Und mit Erik ist es auch ein bisschen einfacher, weil er kann ja springen. So. Und das haben wir auch gemeistert. Sehr gut. So, da brauche ich erstmal wieder Erik. Weil irgendwo hier oben ist nämlich der rote Schlüssel. So, ich hole auch direkt mal Baliok. Den brauche ich ja jetzt auch. Ich weiß jetzt allerdings nicht den Unterschied zwischen den blauen und den roten T-Rex-Monstern. Vielleicht sind die roten ein bisschen schneller. Nella, das wird jetzt wehtun. Ja. Ja. Hast du fein gemacht. Aua. Scheiße. Okay, das war ein bisschen doof. Oh Gott. Olaf, gib mal das Radieschen bitte Baliok. Er braucht es dringender. Wow, das war echt eine fiese Stelle gerade. Nee, was war mit Baliok? Ist da oben was? Ich guck mal mit Erik nach. Ich weiß das gar nicht mehr. Ne, gibt's nix. Oh Gott, zwei rote T-Rex-Monster, wie ich gerade gesehen habe. Aber ich glaube, in dem Level sind Gott sei Dank keine Höhlenmenschen mehr vorhanden. Das ist sehr gut. Ich glaube, die sind echt etwas schneller, die roten. Okay, da ist noch ein roter. Oh, da ist so ein Explosions-Symbol. Ich weiß jetzt nicht, was das darstellen soll. Okay, kann ich ja mit Erik holen. Nee, dann muss ich doch erstmal hier hin. Jawohl.
dachte ich mir doch, dass da oben auch noch ein rotes Monster ist. So, dafür brauche ich jetzt wieder Erik. Und gib mal Baliok am besten die... Warte. So, erstmal wieder mit Olaf. Oh, ja, okay, eine Schnecke geht noch. Eine Schnecke ist jetzt noch nicht so schlimm. Wenn das jetzt so ein roter T-Rex gewesen wäre, wäre es schon ein bisschen fieser gewesen. So, Schnecke, du bist schon mal weg. Ah ja, hier sind die zwei roten. Ah, die mache ich mal lieber mit dem Fallbogen. Jawohl, und da ist schon das Ziel. Jetzt stinken wir aber gewaltig gen Himmel. Junge, wir brauchen ein Bad. Ein Bad? Wikinger brauchen keine stinkenden Bäder. Oh, ja, das ist typisch Wikinger. Außerdem habe ich erst letztes Jahr gebadet. Oh, ein bisschen lang her, ne?